Hallo und herzlich willkommen bei Wandern für Genießer. Pünktlich zur Rosenblüte besuchen wir heute im Chiemgau die wunderschöne Fraueninsel. Wir beginnen unseren Besuch zur Fraueninsel mit einer Bootsfahrt. Wir starten in Gstaad und fahren dann hinüber zur Fraueninsel. Die Fahrt für einen Erwachsenen hin und retour kostet 6,30 Euro. Auch stehen in Gstaad kostenfreie Parkplätze zur Verfügung und von hier hat man ungefähr nur 5 Minuten Gehzeit zur Schiffsanlegestelle. Die Überfahrt von Gstaad zur Fraueninsel mit wunderschönen Ausblicken dauert ungefähr 10 Minuten. Wenn man nur die Fraueninsel besuchen will und den ganzen Tourismusstrom ausweichen möchte, ist man hier am besten bedient. Auf der 15,5 Hektar großen und autofreien Fraueninsel wohnen in etwa 50 Häusern beständig um die 300 Einwohner. So, wir starten nun unseren Rundgang auf der Insel und beginnen beim Keramikhaus. Um die Fraueninsel herum führt ein etwa 1,5 Kilometer langer Fußweg. Das Fahrradfahren ist auf der Insel nicht gestattet. Kraftfahrzeugbetrieb ist ebenfalls auf der Insel verboten. Nur in der Zeit von 7 bis 12 Uhr dürfen Lieferfahrzeuge vereinzelt auf die Insel. Die Fraueninsel ist nach der Herreninsel die zweitgrößte der drei Inseln im Chiemsee. Sie gehört zur Gemeinde Chiemsee im oberbayerischen Landkreis Rosenheim. Man könnte auch sagen, dort wo Bayern am schönsten ist. Hier sehen wir nun die Rosenpracht beim Klosterwirt. Das Kloster Frauenwörth prägt den Charakter von Frauenchiemsee. Es ist ein Wallfahrtsort für die selige Irmengard, die Schutzpatronin des Chiemgaus. Nach unserem Besuch mit wunderschönen Eindrücken geht es nun wieder zurück mit dem Schiff von der Fraueninsel nach Gstaad. Die Fraueninsel ist das ganze Jahr über mit dem Linienschiff der Chiemsee Schifffahrt zu erreichen.
hauptsächlich von Gstaad in 10 Minuten und von Brienz in 30 Minuten, teilweise auch von anderen Orten rund um den Chiemsee sowie von der Herrenchiemseeinsel.